gehen. Wichtig auch, dass der Cupsieger dann einen Platz in der Europa League Gruppenphase schon bekommt. Also da profitiert dann schon der gesamte österreichische Clubfußball davon. Natürlich, diese Fünfjahreswertung ist natürlich so ein Gradmesser, wo sich diese österreichischen teilnehmenden Vereine ganz einfach auch so platzieren können und sollen, damit am Ende des Tages vielleicht wirklich einmal dieser Fixplatz rauskommt. Und die Leistungen von Salzburg allen vorweg tragen dazu maßgeblich dazu teil, dass ab der nächsten Saison dieses Szenario eintreten wird. Und ist erfreulich, klar. Ob wir jetzt dann in St. Pölten diejenigen sein, die davon profitieren, wage ich jetzt im Moment zu bezweifeln.